Der Tiergarten der Stadt Nürnberg gehört mit 70 Hektar Fläche zu den größten zoologischen Gärten Europas. Im Jahr 2019 feiert der Tiergarten sein 80-jähriges Bestehen am heutigen Standort, dem Schmausenburg. Mit mehr als 1,2 Millionen Besuchern war das Jahr 2019 das drittbeste Jahr in der Geschichte des Tiergartens. Das waren 29.241 Menschen mehr als im letzten Jahr. Zum Jahresende hatten 6.414 Tiere aus 320 Arten im Nürnberger Tiergarten ein Zuhause. Davon 239 Wirbeltierarten mit 2.982 Individuen. Unter den Nachzuchten steht der kleine Gorilla Kato im Vordergrund, der am 3. November 2019 das Licht erblickte. Kato ist der erste Nachwuchs dieser Art im Tiergarten seit über 40 Jahren. Das jahrzehntelange Zuhause für Flusspferde im Nürnberger Tiergarten wurde im Frühjahr 2018 zum Wüstenhaus umgestaltet. Der trockene und sandige Innenraum wird heute von Wüstenvögeln aus Nordafrika, Atlasagame, Mistkäfer aus Ägypten und Pillendreher bewohnt. Wüstenpflanzen und italienische Kalksteine runden das Wüstenhaus ab. Das Projekt wurde mit 1 Million Euro vom Verein der Tiergartenfreunde und durch eine Bundesförderung von 200.000 Euro finanziert. Der Tiergarten hat 365 Tage im Jahr geöffnet.